Ich glaube, das Bauchgefühl ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Gründer zu werden und ein gutes Produkt entwickeln zu können. Für mich ist das so der Nordstern, der die grobe Richtung vorgibt. Wenn ich sage, das ist es, was braucht, das ist es, was fehlt, das ist es, was einem. Und das Bauchgefühl gibt einem immer wieder Orientierung, in welche Richtung man eigentlich laufen möchte. Andererseits halte ich es für gefährlich, dass man von sich glaubt zu wissen, was der Kunde, was der Markt haben will. Weil ob das Produkt, ob die eingesetzte, naja, Technologie ist manchmal gar nicht so wichtig, aber ob das Produkt erfolgreich ist, entscheidet am Ende des Tages der Markt. Ja? Entscheiden unsere Kunden, entscheiden unsere Kundensegmente. Und von daher ist neben dem eigenen Bauchgefühl, was die Richtung vorgibt und was manchmal vielleicht sogar ja, so wichtig ist, dass man Entscheidungen fällt, obwohl man vom Kunden hört, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, ist immer die entscheidende Information, ist es interessant, ist es brauchbar, gefällt es dem Kunden, das im Vorfeld möglichst schon intensiv abzurufen, zu zeigen, was wir machen. Wir haben auch hier viele Mockups gemacht im Vorfeld, haben Befragungen gemacht, um das Gefühl zu bekommen, oder andersrum, um unser eigenes Gefühl zu testen. Ja, stimmt das? Ist das, was wir aus dem persönlichen Umfeld kennen, was Freunden und sowas, wirklich auch relevant für andere Ärzte und Ärztinnen? Und von daher ist das Bauchgefühl letztlich der entscheidende Auslöser für alles und auch immer das Ding, was die Richtung vorgibt. Aber umso wichtiger ist es, das immer wieder zu challengen und festzustellen, nur weil ich keine Würmer mag, heißt es nicht, dass es dem Fisch nicht schmeckt. Ja. Die größte technische Herausforderung. Tatsächlich sind die größten technischen Herausforderungen, empfinde ich immer, sind an sich die kleinsten, nämlich dort, wo etwas nicht funktioniert, wo ein Kunde ein Problem hat oder wo wir Bugs finden müssen. Manchmal sind es wirklich nur ganz kleine Geschichten. Und besonders dann ist es eine große Herausforderung, wenn sich das Problem nicht nachvollziehen lässt, aber hartnäckig auftritt, immer wieder aufs Neue, aber nicht bei uns. Ja. Und das ist natürlich ärgerlich, weil es dem Kunden passiert. Da rede ich jetzt weniger über peinlich, das ist natürlich gewisserweise auch, weil es sollte nicht sein. Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass wir ein gutes Benutzererlebnis schaffen. Und da gibt es auch sowas wie eine Handwerkerehre, also sage ich, wenn ich mein Werkstück abliefere, dann muss es toll sein. Aber es ist natürlich vor allem ärgerlich, wenn man es dann nicht nachstellen kann, wenn man es probiert und immer wieder und immer wieder. Andererseits ist natürlich dann die Befriedigung besonders groß, wenn man es dann doch gefunden hat, wenn man festgestellt hat, Mensch, genau in der Situation passiert genau das und das und dann können wir das beheben und beim nächsten Mal funktioniert es und dann weiß man, dass das nicht mehr passieren wird und man kann dafür dementsprechend auch Vorsorge treffen. Andererseits große technische Herausforderungen kommen natürlich immer wieder. Ich weiß, vor vielen Jahren hatte ich zwei Rechenzentren umzuziehen während dem laufenden Betrieb. Das war in der Tat mit viel Vorbereitung und viel Herzklopfen und viel Sicherheitsmaßnahmen und Fail-Safes verbunden und es ist uns gelungen. Eine andere große Herausforderung, auch weil es andererseits auch viel Spaß gemacht hat, war, wir haben ein Projekt gemacht vor vielen Jahren, wo wir die gesamte Münchner Innenstadt digitalisiert haben und als 3D-Modell in der virtuellen Welt von Second Life zur Verfügung gestellt haben. Und es waren, ich war 4 oder waren 6.000 von Fotos, die wir gemacht haben, wo wir morgens um 4:30 Uhr durch die Stadt gegangen sind, um Fassaden zu fotografieren, um Straßenzüge wirklich zu erfassen. Und das war vom Aufwand her sehr aufwendig. Das Ergebnis war aber fantastisch anschließend raus. Ja, und naja, und jetzt mit Cure kommen natürlich auch wieder große Herausforderungen, insbesondere an die Integration von vielen Drittsystemen. Wir bauen ja unsere Plattform in der Mitte. Um unseren Kern herum müssen wir viele Systeme anschließen, wie zum Beispiel Drittbanken. Wir schließen die Solaris Bank an uns an.
Wir schließen Softwaresysteme unserer Ärzte an, wir schließen Steuerberater mit an. Viele, viele Systeme, die dort dann im Zusammenspiel dieses Ergebnis liefern. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung, um all diese Bälle immer in der Luft und immer in Bewegung zu halten. Und dass, wenn wirklich mal einer runterfällt, dafür zu sorgen, dass das Spiel einfach weitergeht und bestenfalls der Kunde gar nichts davon mitbekommt. Ich denke, in 5 Jahren sind wir als Organisation gewachsen, sind wir dezentral in vielen Ländern unterwegs, also wenigstens in Europa. Das heißt, wir sind multinational, wir sind multilingual, wir sind dementsprechend mit noch mehr Drittsystemen beschäftigt. Also aus meiner technischen Sicht heißt das, von der Plattform her müssen wir noch mehr nationale Eigenheiten auch unterstützen. Das heißt im Banking, wobei da denke ich, werden wir mit unserem Partner Solaris lange Zeit sehr gut zusammenarbeiten können. Aber auch dort gibt es natürlich nationale Dinge zu berücksichtigen. Aber insbesondere beim Anschluss der jeweils landestypischen Arzt-Softwaren und Arztregularien, die wir berücksichtigen müssen. Also dort, wo unsere Zielgruppe sich in einem anderen Land davon unterscheidet, wie sie hier ist, ist nicht nur produkttechnisch natürlich ein Unterschied, sondern es ist auch technologisch immer wieder eine neue Herausforderung, bis hin zu vielleicht auch unterschiedlichen Datenschutzanforderungen. Und natürlich auch an uns als Team ist es eine Herausforderung, weil wir hier Softwareentwicklung machen in verteilten Teams. Und je mehr Nationen, je mehr Büros wir zusammenbekommen, muss es immer noch das Gefühl geben, dass wir zusammen an einem Produkt arbeiten und dass wir Spaß haben. Und auch in Corona-Zeiten haben wir viel gelernt, wie hybrides und verteiltes Arbeiten funktioniert. Aber gestern hatte ich eine Situation hier, neue Entwickler kamen mit an Bord. Und es war so schön zu sehen, wie die gemeinsam am Tisch saßen mit den bestehenden Leuten und sich die Köpfe zusammengesteckt haben und Probleme gelöst haben. Und das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, das leider nur dann entsteht, wenn man wirklich gemeinsam am Tisch sitzen kann. Aber wir werden größer dann, wir werden verteilter, wir werden das eigentlich auch auf andere Art und Weise herstellen. Wir können nicht immer alle zusammenführen, aber das ist auch eine Herausforderung. Für mich ist die wichtigste Programmiersprache wahrscheinlich Basic, weil ich mit der Programmieren gelernt habe. Das war eine Sprache, die mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht hat und sehr einfach war. 10 Print Hello World, 20 Go to 10. Natürlich wurden die Sachen dann anschließend ein bisschen anspruchsvoller, aber ich finde, gerade wenn man eine Sprache lernt, muss sie von Anfang an funktionieren und muss von Anfang an Resultate liefern und Spaß machen. Ich denke da zum Beispiel an meine große Tochter, die im Moment Java lernt, weil sie Mods für Minecraft entwickelt möchte. Und ich sehe, das hat eine andere Herausforderungsklasse. Da sind die Ergebnisse nicht so schnell. Ich habe ihr letztlich empfohlen, vielleicht mit JavaScript oder mit Python anzufangen. Für uns jetzt in der Softwareentwicklung oder generell würde ich sagen, Lieblingsprogrammiersprachen. Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass die Sprache zur Aufgabe passt, zur Anforderung, die man hat. Und wenn ich jetzt auf unseren Tech-Stack gerade gucke, wir verwenden Flutter Web im Frontend. Wir haben Node.js in der Middleware. Da wollen wir vor allem flexibel und schnell sein und lightweight und Veränderungen schnell ausprobieren können, hinzufügen können. Und Java im Backend, wo wir Stabilität brauchen, Ausfallsicherheit. Nicht, dass die anderen Sprachen das nicht auch liefern könnten, aber so stellt sich das für mich dar, dass hier gewisse Stärken auch vorhanden sind, vorhandene Libraries, Schnittstellen, die wir damit gut unterstützen können, insbesondere aus dem Banking. Und ja, und dann als letztlich jüngste Komponente setzen wir auf Python. Weil wir Machine Learning-Elemente mit drin haben in unserem System und das wird halt insbesondere von Python sehr gut unterstützt. Und so suchen wir uns letztlich die Sprache zum Problem, zur Aufgabenstellung. Und wenn ich jetzt so mit den Entwicklern spreche, da gibt es natürlich dann ihrerseits schon Vorzüge. Ja, ich hatte letztens ein hochamüsantes Gespräch mit einem Node-Entwickler über Java.
Und da wurden Meinungen geäußert, die waren sehr interessant. Und umgekehrt geht es natürlich genauso. Ja. Jeder hat da sein persönliches Baby, in dem er besonders gut ist oder wo er sich dann auch besonders ausdrücken kann. Mich selbstständig zu machen, frühzeitig mich selbstständig zu machen und später mein Studium fortzusetzen, ja. Und mich später wieder anstellen zu lassen und mich wieder selbstständig zu machen. Also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Aspekt. In der Selbstständigkeit liegt große Herausforderung, große Befriedigung, großes Risiko. Und viele Dinge, die ich im Studium, ich habe ursprünglich Informatik studiert, eben in meiner Selbstständigkeit habe ich viele Dinge gelernt, die ich im Studium nie gelernt hätte. Andererseits habe ich anschließend dann nochmal ein MBA gemacht, also ein betriebswirtschaftliches Studium obendrauf gelegt, wo ich auch viel über Personalführung, über Marketing, über Innovationsmanagement, über Business Management, über viele Aspekte gelernt habe, und zwar systematisch gelernt habe, en bloc, berufsbegleitend. War eine gewisse Herausforderung, muss man schon sagen, die ich mir ansonsten beim Berufsleben immer nur stückchenweise hätte zusammensuchen müssen. Und habe auf die Art und Weise auf manche Aspekte eine andere Sichtweise bekommen, als ich sie vielleicht nur innerhalb meiner Arbeitsblase und in den Seminaren, die ich besucht habe und mit den Leuten, wo ich gesprochen habe, gelernt haben könnte. Also von daher, in der Kombination hat es für mich sehr gut funktioniert. Und später, als ich eine längere Zeit auch angestellt gearbeitet habe, habe ich auch nochmal einen anderen Einblick bekommen. Weil wenn du immer nur in Anführungszeichen Chef bist oder selbstständig, da sieht man bestimmte Probleme oder bestimmte Herausforderungen nicht, die man als Angestellter hat. Und andererseits ist natürlich, angestellt sein hat auch seine Vorteile. Ich kann krank sein und das Geld kommt trotzdem. Und ich kann in Urlaub gehen. All das kann ich natürlich, wenn ich Unternehmen habe, auch. Aber naja, es ist halt gerade als Kleinunternehmer immer ein bisschen schwieriger. Von daher, glaube ich, war eine wichtige Entscheidung für mich, mich frühzeitig selbstständig zu machen. Liegt aber auch in meinem Naturell. Und umso mehr hat es mich gefreut, als der Martin im Sommer 2020 war das ja, mit der Idee auf mich zukam, hier für erst eine Bank zu bauen. Ich habe gesagt, ja, genau das braucht es. Cool, lass uns anfangen. Also das war auch wieder eine große Entscheidung. Ja, und hoffentlich war es die richtige. Ne? Also da freue ich mich drauf, was daraus wird. Wir stehen ganz am Anfang. Und du hast mich vorhin gefragt, was wird in 5 Jahren sein. Ich glaube, es wird großartig. Ich glaube, es wird aber auch große Herausforderungen mit sich bringen.